Nein, 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 nein. Das muss doch machbar sein, hallo? Das bringt's auch, wenn ich viel zu spät Mr. Special Kack Tricks Dingsbums anmach. Huch. So. Warum wird das nicht gezählt? Hey, das ist auch noch eine Möglichkeit. Nein, das ist keine Möglichkeit. Schade. Konnte ja sein. Muss man echt durch das erste behinderte Türchen durchfahren? Ich hatte X die ganze Zeit gedrückt und ich konnte nicht. Was muss ich eigentlich drücken? Hä? Was muss ich überhaupt drücken? Ah, okay. Ich hätte es doch machen können. Gut, dann lasse ich mal jetzt X gedrückt und mache dann am Ende nochmal die Special-Anzeige an, weil. Wohl besser. So schaffen wir das auf jeden Fall, indem wir hinfallen und uns das Genick brechen. Ey, scheiß Laterne. Hallo, mein Gott. Nein, okay. Was ich euch hier empfehlen kann, ist, weil so komme ich jetzt persönlich weiter, während ihr, also ihr haltet X gedrückt, als ob ihr springen wolltet, macht dann aber dem Manual, also nach unten und nach oben oder nach oben und nach unten drücken und dann einfach die ganze Zeit X gedrückt halten, so habt ihr einfach irgendwie viel mehr Schwung und könnt viel weiter fahren. Und dann am Ende halt Mr. Special Anzeige anmachen, ja. Was geht denn jetzt? Weil sonst war es so, ich habe die ganze Zeit X nicht gedrückt gehalten. Dann war das so, dass ich bei dem achten Fähnchen schon keinen Schwung mehr hatte. Warte mal, ich will mal gerade noch was aus. Warte mal, ich sag warte mal zu euch. Ich bin schon eine Bekloppte. Naja, ich muss. Zuerst muss ich die Special-Anzeige auffüllen, weil ich kann die während dem Fahren nicht voll machen, weil ich die X-Taste gedrückt halte. So, dann stelle ich mich hier hin. Scheiße. Oh, jetzt muss ich die wieder voll machen. Das ist ja irgendwie wieder ein ganzer Part voller Müll. Weil ich einfach nicht weiterkomme. So. Oh, was ist das? Es ist Wand. Oh, das ist. Warte mal, ich mache jetzt einfach weiter, weil ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich versuche es jetzt einfach nochmal, weil ich kann ja. Das ist so nervig. Komm. Das muss ich nicht immer auffüllen. Gut, one more time.
springen mehr. Nö, nicht wesentlich. So, jetzt ist. Hallo. Mann, ich hab das gerade gedrückt, das ist so unfair. Ja. So. Komm, das muss jetzt. Nein! Verdammt! Oh, ich darf das erst. Oh, nö. Ich darf das erst später aktivieren. Weil das sich ja nicht auflädt. Gott. Wieso? Wie kann man nur so einen Rotz entwickeln? Ist jetzt nicht, dass das Spiel schlecht ist oder so, nur ich habe gerade ein bisschen Hass drauf. Ich versuch's einfach nochmal so. Es ist auf jeden Fall. Mann! Hallo, komm, steig auf dein Kackenboard. Du bist barfuß, du kannst das. Oh, das ist so unnötig. Ja, das. Nein! Ich bin so drin. Mann. Ich hab Hunger und dann bin ich nicht gut drauf. Komm schon. Fix me! Fix my head! Fix me, please! I don't want me dead! Ich mag das Lied nicht. Ist unmöglich. Meine Güte. Ich habe mir gerade überlegt, einen Controller auf den Tisch zu hauen, aber jetzt nicht. Nicht, wenn ihr dabei seid. Okay, Neustart. Oh, 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 oh. Ja, Mann, Alter, geil. Let's see what else you got. Meet me over by the skate shop. Alter. Ich bin so glücklich. Das war aber auch so gottverdammt knapp, ey. Oh, das speichern wir. Ich hab grad Gänsehaut, ey. Das kommt nicht davon, dass ich, dass mir kalt ist, aber. Könnt vielleicht was ein bisschen mit dabei tragen, aber ich hab's endlich geschafft, diese gottverdammt dumme Kackaufgabe. Ich esse ein Tuck. Ein Tuck. Ah. Oh. Ich verstehe nicht, was ich mache. Right now, the gangs in L.A. are in a turf battle. Black Widows want to squash it before more people get hurt. Design a tag using styles from Hollywood, downtown, Beverly Hills, and Santa Monica. Find the local graph writer, Muton. He's got all the styles down. He will teach them to you. Come back and see me when you get your tag ready. Then you'll be bombing our city.
So. Ich will mir zu unserem Graffiti-Fuzzi fahren. Hey, so. Bro. What's it gonna be, bro? Give me a hand or do your own thing. Macht ihr die Grafik? Und da wir jetzt schon alles geholt haben, das heißt, wir haben dem in jeder Stadt dreimal geholfen. Ja. Da gibt's halt einmal die Matrizen von Hollywood, dann die Grafiken von Beverly Hills, die Improvisation von Downtown und die Tags von Santa Monica. Einen Moment. So. Jetzt müssen wir hier unser eigenes Graffiti-hässliches Ding hier. Also wir haben hier nichts schön, keine schönen Sachen. Jetzt müssen wir uns hier selbst was entwerfen. Man muss, glaube ich, von jeder Sache ein Teil dabei sein. Ich nehme einfach mal hier den Typen. Der sieht ganz lustig aus. So. Dann muss man nochmal auf zurückgehen. Man kann hier natürlich jetzt noch die Farbe ändern. Zum Beispiel so. Oder so. Aber wir lassen den mal weiß. Dann muss man hier auf den zweiten Layer gehen. Grafik wählen. Jetzt nehmen wir eine Grafik und setzen dem so ein Feuerding dahin. Und, oder was, Tribal oder was er auch immer darstellen soll. Das kann man jetzt noch drehen. Quatsch, das ist Spiegeln. Wo war das denn? Den konnte man auf jeden Fall noch drehen. Layer umsetzen. Ja, genau, Layer umsetzen. Da kann man den ja so schön drehen, indem man den da so. Ach, ja, mit dem Controller hindingst. Wir setzen das Teil dann einfach mal hier hin, so. Was es auch immer darstellen soll, es ist halt Kunst. Das alles erlaubt. Ja. Nächsten Layer. Improvisation. Ah, da sind halt überwiegend so Pfeile und so ein Kram. Wir nehmen das Fragezeichen. Farbe Pink. So. Und machen den ein bisschen kleiner, das heißt auch wieder Layer umsetzen und dann kann man den halt so ein bisschen verkleinern. Das tun wir hier hin. So. Und dann haben wir natürlich noch das letzte, die Tags. Das sind die Unterschriften. Wir nehmen einfach mal hier das. Ja, den. Farbspritzer. Den machen wir in grün, weil mein grün meine Lieblingsfarbe ist. Hey, das ist gelb. Das ist grün. Und, ja, tun den nochmal, umsetzen. Ein bisschen verkleinern und den hier auf die Seite machen. So. Sieht doch ganz hässlich aus. So, dann gehen wir wieder zurück. Und dann ist hier unten fertig. So. Dann hat er den gerade gespeichert. Speichern. Also so direkt speichern müssen wir den, glaube ich, nicht. Deswegen gehe ich einfach mal fertig und hoffe mal, dass es jetzt so funktioniert. Wenn ihr dann irgendwo, wo ihr gerade seid, ihr könnt auch auf den Boden sprühen, dann ein Dreieck drückt, dann ist euer schönes Graffiti da. Ihr könnt dann da noch eins hinmachen und da, das macht ihr immer in verschiedenen Größen so. Ihr könnt es auch hier an die Wand machen, so, zack. Allerdings ist hier, wenn ihr irgendwie. Ich weiß nicht, wie das heißt. Keine Ahnung. Wenn hier irgendwie ein neuer Teil der, ich sag mal, Textur anfängt, dann verzieht er den immer ein bisschen. Ah, das ist okay. So, zum Beispiel.